enttäuscht, vielleicht auch sauer einfach darauf, dass wir die Leistung, die wir bringen können, nicht gebracht haben. Und ich glaube, dann ist es die Niederlage umso bitterer. Wir wollten natürlich ins Halbfinale und vor allen Dingen wollten wir einfach viel, viel besser spielen. Das haben wir nicht geschafft und deswegen hat Schweden verdient gewonnen. Mir fällt es gerade schwer, irgendwie so den Blick nach vorne zu richten. Aber leider Gottes haben wir heute nicht das an Qualität gebracht, was wir eigentlich können. Und da muss man sagen, dass Schweden heute ganz verdient ins Halbfinale eingezogen ist. Was noch mehr wiegt, dass du eben nicht das auf die Platte bringst, was du kannst. Und wenn du dann an 100% kommst und verlierst, ist es das. Leider haben wir das nicht geschafft. Schweden hat ein fantastisches Spiel gemacht, darf man auch nicht vergessen. Wir hatten ja davor immer gesagt, das ist eine Top-4-Mannschaft. Das sind sie, haben sie heute nochmal unter Beweis gestellt. Und wir sind es leider noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und von dem Weg lassen wir uns nicht abbringen, sondern gehen weiter. Und es wird heute sicherlich eine bescheidene Nacht werden, aber morgen früh geht es dann Richtung Tschechien. Wir sind eigentlich, glaube ich, alle viel mutiger. Das haben wir heute irgendwie gar nicht so wirklich zeigen können. Ich glaube, wir können alle viel besser in die Zweikämpfe gehen, eine viel bessere Abwehr stellen. Also ich glaube, eigentlich alles, was wir heute nicht gesehen haben, in besser, wenn man es so blöd sagen will. Ja, dass wir jetzt so eine Startphase haben und uns natürlich sämtliches Selbstvertrauen, das wir uns erarbeitet haben, zerstört haben, auch die verschiedenen Wechsel und Maßnahmen uns nicht geholfen haben, aus dem Negativlauf dann der ersten 10 Minuten zu ziehen. Das ist sportlich schon mal erlebt sowas und deswegen auch noch nicht begründbar. Aber es ist einfach, für die ersten 10 Minuten haben wir relativ wenig Argumente bis jetzt innerhalb der ersten Minuten nach dem Spiel. Und danach ist es natürlich ein Spiel, was dann kaum noch zu retten ist. Gab noch mal einen Anlauf, aber am Ende natürlich klar verdient in der Höhe verloren.